Viele Leute fragen mich immer wieder, wie kann ich eigentlich die Amazon-Aktie vernünftig bewerten oder kann ich die überhaupt vernünftig bewerten? Und ja, ich kann sagen, man kann sie auf jeden Fall bewerten. Ich habe mich jetzt mal relativ ausführlich damit beschäftigt und möchte euch gerne in diesem Video kurz und knackig vorstellen, wie man die Amazon-Aktie wirklich sehr, sehr einfach bewerten kann, wie man relativ einfach eben Maßstab bekommt, ob die Aktie eigentlich gerade teuer, ob sie günstig ist, wie sie in der Vergangenheit bewertet war. Das alles in diesem Video. Ich habe dieses Video aufgeteilt in zwei Teile. Der erste Teil wird sehr, sehr zahlenlastig sein. Und im zweiten Teil werden wir uns nochmal auch einen alten Aktionärsbrief von Jeff Bezos, also dem Gründer von Amazon, anschauen. Und auch dort hat er schon 1997 relativ detailliert dargestellt, ja, was eigentlich die Strategie von Amazon ist, und die findet man auch in den Zahlen wieder. Deshalb möchte ich das nochmal in einem zweiten Teil auch dann hinterher schieben. Und ja, damit herzlich willkommen zu Christophs Aktienkurs: erst in finanzielle Bildung investieren und dann in Aktien. Und ihr seht hier, habe ich mir mal die letzten 10 Jahre von Amazon dargestellt in dem Excel-Chart, von 2006 bis 2015, mal einige wesentliche Kennzahlen und Entwicklungen. Und ihr seht hier oben schon, das Umsatzwachstum ist natürlich absolut gigantisch. Ja, 2006 hat Amazon noch rund 10 Milliarden Umsatz gemacht, 2015 schon 107 Milliarden US-Dollar, ein gigantisches Wachstum von durchschnittlich 29% im Jahr. Das operative Ergebnis sieht man jetzt allerdings schon. Das hat sich gar nicht so groß geändert. Das ist ja im Prinzip das Ergebnis, ne, so vor Zinsen und vor Steuern. Und da sieht man so, ja, da ging es mal ein bisschen rauf, ein bisschen runter. Jetzt hier in 2015 sehen wir schon, dass es ein bisschen nach oben geht gegenüber auch den Vorjahren. Aber auch, ich sag mal, insgesamt vom Wachstum her, auch im Vergleich zum Umsatz her, deutlich, ja, eigentlich ein deutlich geringeres Niveau. Und das spiegelt sich natürlich auch immer im Jahresergebnis nach Steuern wieder. Also man sieht das auch nochmal ganz schön hier unten, habe ich das nochmal im Chart dargestellt. Ja, das EBIT ist also genau hier dieses operative Ergebnis. Das krauchelt da unten so ein bisschen rum. Vielleicht noch mal kurz zur Erklärung. Also hier auf der rechten Achse ist tatsächlich nur abgetragen der Umsatz. Ja, deshalb für diese Grafik müsst ihr hier diese Achse betrachten. Und für die anderen drei, also für die Cashflows und für das EBIT, müsst ihr im Prinzip hier diese Achse betrachten. Das nur noch mal kurz zur Erklärung. Also wir haben schon festgestellt, das operative Ergebnis von Amazon eigentlich so, nur tut sich eigentlich gar nicht so viel. Was aber einfach jetzt das Interessante ist, sind die Cashflows, und zwar hier insbesondere der operative Cashflow. Und ihr seht schon, aha, der operative Cashflow ist eigentlich jedes Jahr konstant gewachsen. Und zwar hatten wir in 2006 noch einen operativen Cashflow von 700 Millionen Euro und sind jetzt in 2015 auf 11,9 Milliarden Euro hochgelaufen. Ihr seht sogar, dass hier der operative Cashflow also noch deutlich stärker gewachsen ist als der Umsatz. Jetzt fragt man sich natürlich, wie kann das denn überhaupt sein? Ein ganz wichtiger Punkt ist eben, dass wir natürlich hier im operativen Ergebnis sozusagen schon unsere ganzen Abschreibungen drin haben. Ja, Abschreibungen müssen wir ja vornehmen für alle investierten Güter. Die können wir also über einen gewissen Zeitraum abschreiben. Das verursacht Kosten. Die tauchen also auch im Ergebnis auf. Die vermindern das Ergebnis. Aber die sind natürlich nicht liquiditätswirksam. Und alleine in 2015 hatte Amazon also Abschreibungen von rund 6,5 Milliarden US-Dollar, und die muss ich natürlich entsprechend hier bei meinem operativen Cashflow wieder draufrechnen. Ja, das ist also ein wichtiger Aspekt. Es gibt auch noch ein paar andere Einflussfaktoren, aber das Hauptthema sind eigentlich hier die Abschreibungen. Und somit können wir erstmal Folgendes feststellen: Wir haben eine Größe, und nach der steuert Amazon übrigens auch, die sich konsequent positiv nach oben entwickelt hat, mit einer ganz, ganz klaren Tendenz, und das ist der operative Cashflow. Und den müssen wir deshalb auch für die Bewertung der Aktie heranziehen. Das heißt, das Kurs-Gewinn-Verhältnis, was ja auf den GOV, auf den Gewinn zielt, ist bei der Amazon-Aktie vollkommen nutzlos, weil Amazon ist es im Prinzip egal, ob die jetzt einen kleinen Verlust machen, einen Gewinn machen. Die steuern nämlich nach Cash. Nach Cashgrößen, nach der Cashentwicklung, nach der Entwicklung des operativen Cashflows. Werden wir uns im zweiten Teil des Videos noch näher anschauen. Ihr seht hier auch nochmal, habe ich euch nochmal den Free Cashflow dargestellt. Der Free Cashflow sagt eigentlich nur,
nochmal im Prinzip, ja, was haben wir an operativen Cashflow verdient? Und dann ziehen wir davon die ganzen Investitionen ab. Das heißt, Amazon wächst ja auch unheimlich stark, muss unheimlich viel Geld in die Hand nehmen für neue, ich sag mal, Logistikzentren, aber natürlich auch Investment in Software, in Entwicklung der ganzen Systeme, Cloud und so weiter. Und da sehen wir, dass der Free Cashflow natürlich auch nochmal deutlich unter dem operativen Cashflow liegt, aber auch tendenziell in den letzten, vor allem jetzt in 2015 auch relativ hoch ist. Natürlich aber auch damit zusammenhängt, einfach weil der operative Cashflow entsprechend stark gestiegen ist. Und das ist eigentlich super interessant, weil wir haben hier mit dem operativen Cashflow tatsächlich jetzt eine schöne Bewertungsgröße, wo wir uns die Aktie jetzt wirklich mal anschauen können und mal überlegen können, hey, was ist die eigentlich gerade wert? Und dafür springe ich mal hier in den nächsten Chart. Was habe ich hier gemacht? Ihr seht hier wieder die gleichen Jahre von 2006 bis 2015 und hier auch wieder den operativen Cashflow, den ihr auch schon von dem Chart von davor kennt. Und dann habe ich mir einfach mal angeschaut, wie waren denn eigentlich die historischen Aktienkurse von Amazon jeweils immer zum Jahresende und habe dann einfach ähnlich wie ich es beim KGV mache, das KCV gebildet, also das Kurs-Cashflow-Verhältnis. Das heißt, ich stelle hier nicht mehr auf den Gewinn ab, sondern auf den Cashflow. Und hier sehe ich auf einmal, dass wenn ich eben meinen operativen Cashflow ins Verhältnis zum Aktienkurs des jeweiligen Jahres setze, dass ich auf einmal eine relativ geringe Schwankungsbreite habe in diesem Kurs-Cashflow-Verhältnis. Ja, nehmen wir mal hier diesen, ich sag mal, diese relativ hohe Bewertung 2,7, 2,8 raus. Das war kurz vor der Finanzkrise. Da war vielleicht auch noch ein bisschen Boom, vielleicht ein bisschen Euphorie dabei. Nehmen wir mal diesen Balken raus, denken wir uns den mal weg, dann bewegen wir uns eigentlich in den letzten 10 Jahren bei einem Cashflow-Verhältnis, das zwischen 15 und 25 liegt. Und wir sehen auf einmal, hey, da ist eigentlich gar nicht so eine riesengroße Schwankung drin, wie man immer glaubt oder wie man immer meint, vor allem wenn man sich auch mal den ja, Aktienkurs von Amazon anschaut. Den zeige ich euch hier nochmal. Und das ist nämlich jetzt super interessant und passt jetzt auch. Das ist nämlich sozusagen die Verprobung. Wir sehen, dass die Amazon-Aktie im Durchschnitt um 35% jedes Jahr gestiegen ist im Zeitraum 2005 bis 2015. Und gleichzeitig haben wir ja gerade gesehen, dass der operative Cashflow auch in dieser Größenordnung gestiegen ist, nämlich um rund 37% durchschnittlich. Und das passt nämlich im Prinzip auch sehr schön dazu, dass wir hier ein relativ konstantes Bewertungsniveau haben, denn logischerweise muss sich der Aktienkurs dann immer entsprechend ja, dem Kurs-Cashflow-Verhältnis entwickeln. Da der operative Cashflow eben auch entsprechend stark gewachsen ist, ist eben auch die Aktie entsprechend stark gestiegen. Das heißt, wir haben eine sehr, sehr schöne und sehr, sehr einfache Bewertungsmethode jetzt hier abgeleitet, die auch in sich sehr schlüssig ist. Nämlich, wir müssen uns einfach anschauen, wie hat sich der operative Cashflow entwickelt. Und jetzt natürlich die alles entscheidende Frage, wie wird sich der operative Cashflow von Amazon weiterentwickeln? Und dann können wir im Prinzip annehmen, ja, dieses Kurs-Cashflow-Verhältnis war im Schnitt so bei 20. Das kann man ja auch einfach weiter annehmen für die Zukunft. Und da muss man sich im Prinzip einfach nur Gedanken machen. Wie wird sich dieser operative Cashflow in den nächsten, ja, 5 bis 10 Jahren entwickeln? Und ich behaupte mal, ohne dass ich jetzt näher irgendwie mich mit Amazon, mit der Strategie oder der weiteren Zukunft beschäftigt habe, ich behaupte mal, dass dieser operative Cashflow in den nächsten Jahren entsprechend weiter stark steigen wird. Ja, zum einen natürlich, weil Amazon einfach in der Vergangenheit schon extrem viel investiert hat. Das heißt, die Investitionen nehmen ein bisschen ab. Das heißt, auch die Free Cashflows steigen. Es bleibt ein bisschen mehr Cash übrig, was natürlich auch das Unternehmen mehr Wert macht. Aber auch operativ kann natürlich noch mal mehr hängen bleiben. Auch hier, wir sehen das hier schon im operativen Ergebnis, haben wir hier schon in 2015 auch eine relativ ordentliche Tendenz nach oben, weil natürlich Amazon auch ein bisschen, sag ich mal, sich nicht nur auf den klassischen Handel konzentriert, sondern natürlich auch gerade im Cloud-Geschäft extrem stark wächst, dort auch extrem stark ist. Und das ist wahrscheinlich auch eine relativ profitable, das ist wahrscheinlich auch ein relativ profitables Segment. Das heißt, wenn ihr davon ausgeht, dass der operative Cashflow mit diesen Raten weiter wächst, wie er es in der Vergangenheit getan hat, nämlich mit rund, ich zeige es hier nochmal, mit rund 37%, ja, dann könnt ihr auch davon ausgehen, wenn ihr davon ausgeht, dass das Kurs-Cashflow-Verhältnis ungefähr gleich bleibt, dass auch der Aktienkurs sich ungefähr mit dieser Rate weiterentwickeln wird. Und somit ist diese Aktienkursentwicklung
die wir in den letzten 10 Jahren gesehen haben, also absolut operativ nachvollziehbar, absolut operativ begründbar. Und Amazon ist aus meiner Sicht ein hochinteressantes Unternehmen aus Aktionärssicht, was also auch in Zukunft und weiterhin sehr, sehr deutliches Potenzial haben wird. Und ich möchte es hier auch einfach nochmal sagen, man liest es so oft in der Wirtschaftspresse, man sieht es teilweise hier auch in anderen Videos bei YouTube. Da wird immer auf den niedrigen Gewinnen rumgehackt, die Amazon macht. Ja, da wird immer dann gesagt, oh, die haben ja ein 400er, ein 500er Kurs-Gewinn-Verhältnis, die ist doch viel zu teuer, die Aktie. Die Leute haben es einfach alle nicht verstanden. Die Leute haben sich nicht die Mühe gemacht, sich mal 3, 4, 5 Stunden hinzusetzen, um wirklich mal zu verstehen, nach welchen Größen Amazon selber steuert. Amazon sagt es ganz klar auch, dass sie nach den Cashflow steuern. Und dass die Gewinne für sie im Prinzip absolut zweitrangig sind. Und wenn euch dieses Video gefallen hat, wenn euch dieses Video einen Mehrwert geboten hat, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt, wenn ihr mir ein Like gebt, aber auch wenn ihr ja, das Video bei Facebook teilt, weil ja, ich denke mal, dass es wirklich auch einen guten Mehrwert hier liefert. Also wie gesagt, hinterlasst mir auch gerne einen Kommentar. Ansonsten habe ich noch eine Buchempfehlung für euch, und zwar Der Allesverkäufer. Da geht es wirklich auch nochmal darum, ja, Jeff Bezos und das Imperium von Amazon. Ich verlinke euch das Ganze nochmal. Da wird wirklich nochmal sehr detailliert auch beschrieben, was eigentlich die Strategie ist, wer eigentlich dieser Jeff Bezos ist und was eigentlich so seine Intentionen, seine Ziele sind. Das Buch gibt es auch auf Englisch, heißt The Everything Store, Jeff Bezos and the Age of Amazon. Wer es hier in Englisch lesen will, schaut es auch mal, ich habe es euch auch noch mal unten verlinkt. Und wenn ihr diese Excel-Datei haben wollt, die ich euch hier auch im Video präsentiert habe, tragt euch einfach auf meinen Newsletter ein bei christoph-aktienkurs.de, und ich werde dann in den nächsten Tagen auch noch einen kleinen Artikel zu schreiben, und dann kriegt ihr auch entsprechend diese Excel-Datei und könnt ja auch mal Daten von anderen Unternehmen eintragen und mal ein bisschen mit der Datei spielen. Ansonsten, wie gesagt, es gibt noch einen zweiten Teil zu diesem Video, wo ich also auch nochmal sehr detailliert mir diesen Aktionärsbrief von Jeff Bezos aus dem Jahr 1997 anschaue, wo er schon sehr detailliert eben aufgezeigt hat, was eigentlich seine Idee von Amazon ist. Das finde ich einfach super interessant. Das einfach nochmal als Ergänzung auch jetzt zu den Zahlen, die ich euch hier gezeigt habe. Von daher freue ich mich, wenn ihr auch im zweiten Teil hier des Videos ja, die Amazon-Aktie endlich richtig bewerten, dabei seid. Und bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.